Und Herren, liebe Boxsportfreunde, 6 Runden im Bantamgewicht der Damen sind angesetzt. Gewichtslimit 53,5 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Christian Ritter aus Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die 3-Punkt-Richter Goran Filipovic aus Serbien, Adrian Laschesko und Oliver Brien, beide aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zur Fighterin in der blauen Ecke. Sie ist 46 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen genau 53,8 Kilogramm auf die Waage und misst 1,61 Meter. Sie ist Profi seit 2004. Ihr Kampfrekord, 27 Kämpfe, 6 Siege, einmal gewann sie durch K.O. Begrüßen Sie aus Reggio Calabria, Italy, Amira Cannizzaro. And now, ladies and gentlemen, die rote Ecke. Und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. Sie ist 26 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 53,9 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Sie ist Profi seit 2018. Ihr Kampfrekord, sie ist ungeschlagen. She is undefeated. 7 Kämpfe, 7 Siege. Einmal gewann sie durch K.O. aus Novi Pazar, Serbia. From Kutsch Boxing, Saida Bukvic. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, ist Marco Morales. Now with the final instructions, nur mit den letzten Instruktionen. Okay, this is no suits. Attend to my commands. Protect yourself all time, okay? Let's go. Back to the top. 6 Runden im Bantamgewicht der Damen. Seconds out. Ringfrei, Runde 1. Round 1. Los geht's hier. Saida Bukvic gegen Amira Cannizzaro, auch Angela genannt. Die Dame mit dem Zopf. 46 Jahre ist sie schon alt. Reist eifrig durch die Lande, ist auch gerne hier in Deutschland. Als Gegnerin akzeptiert. Ja, guter Start hier von Bukvic. Bisschen arg offen, also auf der Innenbahn. Aber sie beschäftigt die Italienerin hier mit ihrer linken Führungshand. Die rechte drinne, zweimal gute Körpertreffer, jawohl. Klasse erste Runde bislang für Saida Bukvic. Die rechte, die da zum Kopf der Italienerin durchdringt. Also erste Runde geht klar an Saida Bukvic aus Serbien. Profi seit 2018. 2019 einziger vorzeitiger Sieg über Landfrau Marijana Dasovic. War ein K.O. in der 5. Runde. Ist eher so als Hobbyboxerin unterwegs, die Bukvic. ...2020 Sieg über Oksana Romanova aus der Ukraine und Punktsieg auch über die Bulgarin Ivanka Janova. Und dann macht sie erstmal Pause 2022 und hat sich gedacht, so, schöner Event heute hier. Die Falkensee versucht doch mal ein Comeback. Box.
Und die Kanizaro, die ist boxerisch etwas limitiert, aber kann einiges vertragen. Geht selten mal K.O. Ein bisschen ruhiger die zweite Runde hier. Ah, gut durchgekommen jetzt. Bukvic. Ja, die bessere Boxerin, die hat mehr Struktur hier in ihren Aktionen. Ja, war jetzt nicht viel Action hier in der zweiten Runde, aber auch die kann man natürlich Bukvic geben. Für die klaren Sachen, die der da geliefert hat. Die Canizaro. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 37 Kämpfe, 6 Siege. Das ist natürlich nicht die Welt. Einmal vorzeitig gewonnen, macht eine K.O.-Quote von 2,66. Und wir sagen danke lebt in Reggio Calabria, Rocky Marciano, Ben Lee. Und vielen Dank. Profi seit 2004. Ging eigentlich ganz gut los in den ersten 4 Kämpfen, 3 Siege. Danach von 2005 bis 2010 legte sie mal ein Päuschen ein. 2010 2 Kämpfe und danach wieder 5 Jahre Ruhezeit bis 2015. Round 3. Ja, die Führungshand bei Bukvic, die gefällt mir gut. Die Rechte könnte noch ein bisschen häufiger kommen. Mädels. Ja, wenn sie mit dem Köpfen aneinander marschiert, ist ein bisschen aufgeregt jetzt, die Canizaro. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr weiterzumachen. Mal abwarten, wie sich entscheidet. Dr. Alex Schulz guckt die Sache an. Ja, sie hat keinen Bock mehr. Nachdem die da zusammengerumpelt sind. Na doch, mach mal noch ein bisschen weiter. So, jetzt kommt die Bukvic noch mal. Komm, Marco, dazwischen. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Oh, das war nichts Schönes, was er da gesagt hat. So, und hat sich der Kopfstoß? Ja, aber Mädel, Kopfstöße kommen einmal vor im Boxsport. Hast jetzt
37 Kämpfe bestritten, das war der 38. Das wird nicht der erste Kopfstoß gewesen sein. Aber sie ist ja kaum zu beruhigen. Temperament hat sie ja. Ja, ein Cut ist auch noch da. Also hat schon heftiger gerumpelt, als man das von hier aus unbedingt sehen konnte. Schau mal hin. So, die Pukwitsch zeigt auch in ihre Stirn. Ja. Naja, so ein bisschen eitel ist sie schon. So ein Cut wäre sie schon gerne. Also, wir lassen TKO und dann ist gut. So. So, macht weiter. Komm, wir haben noch ein großes Programm vor uns. Ich glaube nicht, dass es nochmal im Ring kommt zur Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus. Das offizielle Urteil. Nach 2 Minuten in Runde 3, after 2 minutes in round number 3, we got a winner by TKO. Wir haben einen Siegerin durch TKO in Runde 3. Von Kutsch Boxing, Saida Hukwitsch. Na also, war doch einiges geboten hier bei diesem Frauenkampf. Eine aufgebrachte Camisaro. Die da immer noch in der Ringecke steht, hinten unterhalb des Ringes und lamentiert.